Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Robert Klink vom PMI Köln Chapter mit der 14. Ausgabe des PMI Köln Chapter Podcasts und mit mir heute hier zum letzten Mal in dieser Untersequenz Professor Dr. Ayelt Komus von der Hochschule Koblenz. Hallo Ayelt. Hallo Robert, sei gegrüßt. Ja. Wir hatten ja heute ein bisschen schwierigen Start ja, mit Rechnerabsturz und pipapo, aber jetzt hoffentlich läuft es durch. Ja, bisschen Technikstress, aber das gehört, glaube ich, mit dazu ab und zu. Ja, so viel zur Lernkurve, sie greift nicht immer, manchmal gibt es auch wieder Rückschritte, aber wir haben es jetzt ja. Wir haben es jetzt, läuft. Sag mal, du, bevor wir anfangen, du hattest kürzlich Ende Mai Praxisforum, Praxiswerkstatt gehabt. War ja eine Veranstaltung, die wir auch so ein bisschen im Werbeblock mit drin hatten. Gab es da irgendwelche interessanten Erkenntnisse? Kannst du da was drüber erzählen? Ja, es war wirklich wieder sehr, sehr gut. Wir hatten ja am 30. Mai war es, glaube ich, unser 10. Praxisforum, am 31. unsere zweite Praxiswerkstatt. Das war wirklich wieder ganz hervorragend. Wir hatten die Themen wieder ein bisschen getrennt. Den Dienstag hatten wir die Themen stärker so Richtung Prozessmanagement, IT-Management im Forum, und in der Werkstatt hatten wir stärker so das Thema agile Methoden, Projektmanagement, aber alles sozusagen mit starken Überlappungen. Und was war so die Quintessenz? Über alle Sprecher hinweg, wir hatten ja unter anderem Wiebe van der Horst von der BASF, der auch einen super Vortrag gehalten hat, aber auch viele andere, die auch viele Themen beleuchtet haben. Alles ging, oder sehr viel ging wirklich in Richtung Digitalisierung und auch agile Methoden. Herz und Haltung war so ein Thema, aber auch so agile Methoden, da sind wir jetzt wirklich langsam da, dass wir sozusagen die auch im Prozess und IT-Management, ja, da wird nicht mehr drüber diskutiert, ob, sondern es geht nur noch darum, wie kriegt man es am besten integriert und wie passt das am besten wirklich alles, wie lässt sich das zusammenbauen. Mhm. Und auf der anderen Seite dann auch in der Praxiswerkstatt am Folgetag sozusagen das spiegelbildliche, die spiegelbildlichen Inhalte, auch da viel, sag ich mal, erwachsenerer Blick auf das Thema, nicht so sehr die Diskussion wie ob oder wie agil, sondern es ging viel stärker auch darum, wie kriegen wir das integriert in die bestehenden Unternehmen. Ich fand in dem Sinne ein viel erwachsenerer Ansatz auch. Da ist vielleicht eine Methode auch und eine Community ein bisschen erwachsener geworden. Es geht weniger darum, wie man sich positioniert und weniger sozusagen um so Positionsbekenntnisse, sondern es geht auch ganz stark darum, wie kriegen wir das ins Operative hinein, wie kriegen wir das in die Unternehmen hinein. Der Stefan Waschk unter anderem, von der das Agile Center of Excellence bei Volkswagen leitet, der hat auch darüber berichtet, seine Arbeit bei VW, und dass es eben auch zunehmend ein Thema ist, was für Bedeutung hat das für Führung, Führungskräfte und so weiter. Aber das kam auch aus den ganzen verschiedenen Beiträgen. Jetzt wirklich, wie kriegen wir das integriert? Nicht so sehr mit dem Ziel nur, oh, wir wollen agil sein, sondern auch, wie kriegen wir wirklich die größten Vorteile daraus? Das fand ich schon wirklich recht bemerkenswert. Ja, schön. Ja, ich hätte so ein bisschen deine Tweets mitverfolgt und gesehen, dass da doch ganz hochkarätige Besetzung war. Bin dann gespannt auf das Ergebnis halt. Sehr, sehr schön. Ja, war wirklich gut. Und in der Quintessenz, also ich hatte jetzt auch gerade oder es ist immer wieder ein Zitat, was so aus einem der Gespräche so aus der letzten Zeit bei mir so hochkam, was mir immer im Kopf rumspukt. Da hatte ein Director Operations von einem der deutschen Telco im Gespräch mit mir so schön gesagt, die Glaubenskriege sind langsam vorbei, wir können also anfangen zu arbeiten. Und das brachte auch so richtig schön auf den Punkt, wie die Gespräche da in den 2 Tagen abliefen. Ja, also war jedenfalls gut. Und am 12. und 13. Juni 2018, save the date, geht's weiter. Vielleicht bist du dann ja auch mal persönlich dabei. Würde mich sehr freuen. Da geht's wieder. 12. Juni 2018 Praxisforum und 13. Juni Praxiswerkstatt. Ich wollte gerade sagen, 2018, ja, ist ja noch ein bisschen hin. 2018, ja. 12. Juni, Moment mal. Wir sind agil, aber wir haben gestern. Wir denken schon langfristig. Wir sind jetzt wieder auf der Suche nach den guten Keynotes und derartigen. Ja, sehr gut. Sehr gut, ja, schreibe ich mir mal auf. Kann man auch dann vielleicht hier nochmal, haben wir jetzt ja schon implizit Werbung für gemacht, nächstes Jahr, Mitte Juni, sehr gut. Ja. Der Termin im Kalender ist schon geblockt. Genau, genau. Wir können jetzt anfangen zu arbeiten, das ist doch ein super Stichwort, um jetzt hier auch anzufangen. Nochmal vielleicht am besten mit einem kleinen Rückblick, was hatten wir denn tatsächlich
bislang behandelt. Ich hätte ganz anfangs gesagt, heute, das ist die letzte von unseren Unterepisoden zum Thema agiles PMO. Also die PMICC 009 Folge, da fing es an, ist denn agil und PMO, ist das eigentlich ein Widerspruch in sich und ist agil mehr als eine Modeerscheinung oder hatten wir implizit jetzt ja auch mit deinem Vorbericht schon nochmal kurz zusammengefasst, dass das mehr ist als eine Modeentscheidung. Dann hatten wir in der 10er Folge halt so ein bisschen die hybride Nutzung angeguckt und uns gefragt, ja, ist das denn überhaupt irgendwas, das hybrid zu benutzen? Ist das Fisch oder Fleisch oder irgendwas? Dann keins von beiden und macht man das oder macht man das nicht? In der 12er Folge war dann das Hauptthema so Frameworks und Checks, um halt zu bestimmen, wie gut man denn auf dem agilen Kurs unterwegs ist oder in welchen Bereichen man da seine Schwerpunkte hat. Und in der nächsten Folge hatten wir dann gesehen, wie sind denn die grundlegenden Formen der Nutzung agiler Methoden und wie kann man das am besten mixen. Und dann in der 13. War das Hauptthema so die Vorgehensweisen bei der Einführung. Ne? Macht man das jetzt so top-down mit dem Hammer oder keine Ahnung, irgendwie anders auf die sanftere Tour? Da hatten wir dann ausführlich drüber gesprochen und heute ist so ein bisschen so der Abschluss. Mit dem Hauptfokus drauf, ja, was heißt das jetzt eigentlich für das PMO, für das agile PMO? Welche Rolle und welchen Beitrag spielt denn das PMO? Und wir hatten das Bild von Kathedrale und Bazar so ein bisschen dafür herbemüht und wollten gleichzeitig dann auch noch ein bisschen drauf gucken. Das hat ja alles sehr viel mit Veränderung zu tun und da gibt es halt von dem Herrn Conway so ein Gesetz der Selbstveränderung. Das wollte man auch noch mit einfließen lassen. Das waren so die großen Stichpunkte für heute. Ja, und da würde ich sagen, fangen wir damit doch einfach mal an. Wie du schon gesagt hast, wir können jetzt anfangen zu arbeiten. Genau, fangen wir an zu arbeiten, genau. Ja, in dem Sinne halt auch, ich hoffe, dass uns das auch gelungen ist, über die ganzen Vorarbeiten sozusagen, dass jetzt an vielen Stellen eigentlich die Fäden zusammenlaufen und eigentlich an vielen Stellen auch viele der impliziten Fragen, die implizite Frage, die ja übergeordnet war, war ja, was mache ich aus der PMO-Sicht? Viele der Fragen sozusagen schon irgendwo auch teilbeantwortet oder sogar beantwortet sind. Also zum Beispiel in der letzten Folge, wo wir mit Vorgehensweisen auseinandergesetzt haben. Das sind natürlich dann auch die Punkte, die Inhalte, die ein PMO zum Beispiel empfiehlt, wenn es dann darum geht, agile Methoden zu nutzen und agile Methoden einzuführen. Ich denke, da haben wir halt schon vieles sozusagen vorweggenommen, aber es stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt konkret die Rolle des PMOs und wie gehe ich damit um? Genau. Und du hattest ja auch schon gesagt, so Kathedrale und Bazar, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, weil es eben auch damit zu tun hat, wie ist das neue Rollenverständnis des PMOs oder wie ist das ergänzte Rollenverständnis des PMOs? Kathedrale und Bazar, um das vielleicht nochmal eben so einzusortieren, das ist ja so ein relativ bekannte Gleichnis von Eric S. Raymond, der ja vor inzwischen längerer Zeit sich damit auseinandergesetzt hat, wieso Open Source Softwareentwicklung funktioniert oder was sozusagen die Grundelemente sind. Und das Kernbild, was er geprägt hatte, war ja, dass eben Open-Source-Softwareentwicklung nicht so sehr funktioniert wie eine Kathedrale, sondern vielmehr wie ein Bazar. Mhm. Kathedrale in dem Sinne auch, dass, ja, Chapter Cologne, da brauche ich es eigentlich nicht zu erzählen, ich glaube 1248, Grundsteinlegung des Kölner Doms und so wie ich es verstehe, der Dom eben schon relativ weit durchgeplant. Und es war jetzt sozusagen in Anführungszeichen nur noch die Aufgabe, den Dom nach diesen Bauplänen zu bauen. Mhm. Und die Konstruktionszeichnung, die Blueprints, also wenn wir es übertragen ins Projektmanagement, der Projektstrukturplan, das Gantt-Diagramm, die ganzen Vorgaben standen sozusagen schon alle und mussten jetzt einfach nur noch umgesetzt werden. Dass es dann, wie viele Jahrhunderte waren es, dann 6 Jahrhunderte erstmal gab, in denen die Kölner Silhouette geprägt war von einem Dom ohne Türme, das ist eine Randnotiz, aber die Grundidee war eben die und es war ja auch einer der Gründe, warum der Bau des Kölner Doms wieder losging, weil man allen Ernstes nach ein paar hundert Jahren die Konstruktionszeichnung des Doms auf einem, ich glaube, Pariser Flohmarkt wiederentdeckt hat. Und
Gegenbild ist eben das Bazar oder der Bazar. Natürlich haben wir beim Bazar auch gewisse Grundregeln und Vereinbarungen. Also zum Beispiel, was wird gehandelt auf dem Bazar? Wie muss ich mich verhalten? Zum Beispiel in Abgrenzung zu den Ständen meiner Nachbarn und so weiter. Aber es ist eben nicht alles so durchdefiniert und durchdekliniert. Und viel funktioniert aus Eigenmotivation heraus. Mhm. Und dieses Bazar-Bild ist eben so das Bild, was Raymond dann geprägt hatte für die Open-Source-Software-Entwicklung. Und anhand dieses Bildes wird, glaube ich, auch schon die veränderte oder erweiterte Aufgabenstellung des PMOs deutlich. War es früher die Aufgabe des PMOs, entweder diese Konstruktionszeichnungen selber herzustellen oder zumindest, sag ich mal, eine Rahmenstruktur vorzugeben? Wie muss ein Projekt beplant werden? Wie muss es designt werden? Wie sehen die Qualitätschecks aus? Wie sehen die Kennzahlen aus, die Statusberichte? So sind wir jetzt zumindest auch viel stärker noch darum bemüht, einfach sozusagen eine Plattform zur Verfügung zu stellen, auf der dann individuell die einzelnen Aktivitäten stattfinden können. Und es gibt nach wie vor einen gewissen Rahmen, gewisse grundsätzliche Regeln, die auch eingehalten und nachverfolgt werden müssen, aber sie schreiben nicht mehr alles im Detail vor. Und damit verändert sich sozusagen nun auch das Bild dessen, was jetzt der Verantwortliche für den Bau der Kathedrale oder jetzt eben den Verwalter des Bazars ergibt. Es geht viel stärker darum, einen übergeordneten Rahmen zu schaffen und es geht eben nicht mehr an allen Stellen darum, auch die Beschreibung im Detail vorzuschreiben. Ja, sehr gut. Ja, schönes Gleichnis eigentlich, ja. Du hattest ja, um diesen Rahmen vorzugeben, auch hatten wir schon ein paar Mal irgendwie auf die Ergebnisse von irgendwelchen Scrum Days und Workshops verwiesen, wo dann gesagt worden ist, da kommt eigentlich immer raus, den Rahmen zu bilden, das ist eigentlich auch immer so eine Hauptaufgabe, gell? Diese Thematiken rund um Umfeld und Auftraggeber. Ne? Genau, also ganz wichtig, das ist halt auch wieder die Frage, wie weit positioniert sich da ein PMO, aber die Erkenntnis aus der Praxis heraus, ja, dass das Team versteht, wie zum Beispiel agile Methoden funktionieren, also das, was PMOs besonders gerne machen, Schulungen organisieren und Standards in der Hinsicht einfordern und kontrollieren, das ist auch ein wichtiger Teil, so, ich sag mal, das harte Enablement, die Qualifikation, solche Themen. Aber was wir jetzt eben auch feststellen bei agilen Methoden ist, dass der Rahmen, das Umfeld, das hatten wir auch schon in der letzten Folge, als es um die Vorgehensweisen ging, dass Rahmen, das Umfeld, der Auftraggeber, dass die eine besonders deutliche und transparente Rolle spielen. Also Idee, will ich sicherstellen, dass agile Methoden prosperieren und funktionieren, dann reicht es eben nicht nur, das Team auszubilden. Das wäre so eine typische Aufgabe, die viele PMOs, wie ich sie kenne, gerne sozusagen in den Fokus nehmen, sondern es geht jetzt auch darum, dass das Umfeld der jeweiligen Aktivität stimmt. Ja. Also hält sich das Umfeld, die Kollegen, die Vorgesetzten dran, dass ich einen geschützten Raum beim Scrum zum Beispiel habe, dass ich eben wirklich konzentriert arbeiten kann. Ist der Auftraggeber willens, wirklich auch laufend seine Beiträge zu leisten? Entsprechend auch immer wieder in den Reviews zur Verfügung zu stehen, das Backlog-Refinement, also die laufende Pflege zu machen, für Sprint-Plannings in kurzen Abständen zur Verfügung zu stehen. Das ist schon in vielen Fällen eine weitreichende Veränderung. Und jetzt ist die Frage, wie bringt sich da ein PMO mit ein? Und wenn das PMO wirklich sich in der Verantwortung sieht dafür, dass diese Aktivitäten gut funktionieren, dann ist es sicherlich auch nicht damit getan, dass nur das Team trainiert ist. Das heißt, da muss jetzt ein PMO sich wahrscheinlich viel weiter aufstellen und viel stärker auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Das wird sicherlich, wir kommen gleich ja noch mal ein bisschen dazu, wie verändert das PMO sich selbst und wie sieht das PMO sich jetzt selber. Aber das wird sicherlich an vielen Stellen bedeuten, dass das PMO auch ein neues Eigenverständnis entwickelt. Hm. Ja, das und, klingt interessant. Du hast recht. Also wenn man praktisch im agilen Bereich jetzt
mehr Wert drauf legen muss, damit es gescheit funktioniert, dass das Umfeld und diese Auftraggeberfunktionen, dass die eben auch agil werden, nicht nur das Projekt an sich, und dass die nach den entsprechenden Spielregeln spielen, dann ist es natürlich auch eine Aufgabe von dem PMO, dafür zu sorgen, dass dieses Umfeld dann entsprechend der agilen Regeln funktionieren kann. Ne? Mhm. Ja. Ganz sicher. Und die Frage ist natürlich dann auch, wo sieht das PMO selber seine Grenzen und wo werden die Grenzen für das PMO auch gesehen? Mhm. Denn diese, darüber lassen sich natürlich die Abgrenzungen recht weit ziehen. Also wie du weißt, eins der Themen, mit denen ich mich momentan intensiv beschäftige, ist das Thema agiler Einkauf. Mhm. Wie verhält sich der Einkauf mit dem Thema, wenn wir keine Festpreisstrukturen mehr im einfachen Sinne haben, Werkvertrag und so weiter und so fort? Und die Frage ist jetzt natürlich, sieht das PMO sich selbst in der Rolle, die Einkaufsstrukturen zu hinterfragen? Wird das dem PMO zugestanden? Und das bedeutet halt eben, dass auch jetzt an vielen Stellen da sicherlich auch eine Neufindung für die PMOs stattfinden muss. Mhm. Wir kommen gleich auch nochmal ein bisschen dazu, wie von wo aus der Startpunkt da ist, aber ich halte das schon für einen ziemlich entscheidenden Punkt, weil die Erfahrung einfach auch zeigt, wie wichtig das Einhalten dieser Spielregeln ist. Ich hatte gerade jetzt in den letzten Tagen ein Gespräch mit einer Finanzdienstleistungsbranche und die Thematik ging sehr stark in die Richtung, was machen Sie denn jetzt oder was empfehlen Sie uns, was wir machen, damit die Teams motiviert sind? Spannendes und wichtiges Thema. Ja. Das Team soll jetzt ja selbst organisiert sein, das Team soll viel mehr Eigenverantwortung übernehmen, das Team soll bekanntermaßen das How ausprägen, das Team soll sehr erwachsen sein in solchen Sachen wie Estimation und solchen Sachen wie dem Management von Störungen, also den berühmten Impediments. Wie motiviere ich jetzt also das Team, dass es das macht, wenn denn vorher vielleicht viel mehr so, am kurzen Zügel geführt wurde? Und jetzt soll mehr Eigenverantwortung sein. Und meine persönliche Sicht auf Basis der Erfahrung auch mit verschiedensten Unternehmen ist, die Frage nach der Motivation ist eigentlich gar nicht die wichtigste. Die viel spannendere Frage ist die nach der Vermeidung von Demotivation. Mhm. Also Teams nach meiner Erfahrung sind sehr oft relativ schnell zu motivieren, vor allen Dingen in diesem neuen Setting. Da finden auf einmal einige Menschen auf einmal wirklich durchaus wieder den Sinn in ihrer Arbeit drin und finden neuen Spaß daran. Aber die spannende Frage ist, schafft es die Organisation langfristig auch Demotivation zu vermeiden? Also, das stimmt, ja, da sehe ich auch. Also das so von meiner Arbeitspraxis auch im Beratungsumfeld in verschiedenen Firmen kann ich das auch bestätigen. Also meistens ist es so, dass die Leute sehr lange Zeit extrem selbstmotiviert sind und dann verschiedenste demotivierende Faktoren, die es halt leider sich nicht immer ganz vermeiden lassen, dann doch ganz gut wegstecken. Aber irgendwann, wenn es halt zu viele Demotivationspunkte gibt, dann kommen viele Leute in so einen sehr unmotivierten Zustand rein, ganz leicht, ja. Insofern so, hast du recht, ja. Ich glaube, die Motivation, die kommt eher intrinsisch von den Leuten selbst, aber die Demotivation, da kann man extrinsisch viel machen, ne? Genau, also ich bin ja großer Freund hier von Dan Pink mit seinen Grundsätzen der Motivation, also mit Autonomy, Mastery und Purpose sagt nach dem Motto, wenn ich autonom arbeiten kann, also meinen eigenen Bereich habe, das haben wir bei Scrum. Wenn ich mich immer weiter perfektionieren kann, das haben wir auch bei Scrum. Wenn ich einen Purpose habe, das haben wir auch, weil wir nach zwei Wochen schon sehen, was dabei rauskommt. Das sind die wichtigen Sachen, wenn ich motivieren will, zumindest in anspruchsvollen, kreativen Aufgaben. Bei ganz einfachen Aufgaben sieht es ein bisschen anders aus. So. Und jetzt kommt die spannende Frage, schaffen wir es als Organisation langfristig das Team zu schützen? Mhm. Schaffen wir es, dass wir unsere Seite des Deals einhalten? Und ich finde es halt spannend, dass immer wieder die Frage kommt, ja, wie motiviere ich das Team und wie mache ich das? Die viel anspruchsvollere Frage ist, wie vermeide ich Demotivation? Weil so ein Rückschlag, so ein Nackenschlag, wenn man sich, sag ich mal, wieder wirklich engagiert hat, der tut viel mehr weh und der hat viel mehr Wirkung. Mhm. Aber du hast ja auch ganz richtig gesagt, nur weil wir jetzt agil sind, ist das Leben jetzt ja kein Ponyhof. Also es gibt einfach auch manchmal Konstellationen, da
kommen Faktoren rein, die werden demotivierend wahrgenommen vom Team. Ja, definitiv. Ja. Und wie gehe ich damit um, dass auch das Team sich nicht in so eine, sag ich mal, kindliche Euphorie begibt und dann entsprechend umso enttäuschter ist, wenn auf einmal nicht alles perfekt ist? Mhm. Die Gefahr ist riesengroß und jetzt, ich sehe ja momentan auch so einen gewissen Hype um das Agile, da sehe ich die Gefahr jetzt wirklich ganz groß. Und jetzt kommt die wirklich spannende Frage, kann das PMO da einen Beitrag leisten? Kann das PMO zum Beispiel vielleicht die Euphorie ein bisschen bremsen, ein bisschen rausnehmen, aber dafür sorgen, dass dann wenigstens das Erwartbare stattfindet, dass keine Demotivationsfaktoren stattfinden, dass die Vereinbarungen eingehalten werden, dass wir auch auf Dauer so arbeiten können. Und das ist wirklich spannend, wie kann das PMO sich dabei positionieren, weil ich sehe, dass viele PMOs sich bisher dann noch nicht so stark positioniert haben. Hast du da jetzt irgendwelche Rezepte dazu, wo du sagen kannst, guck mal, das sind jetzt auf alle Fälle Punkte, wie man das sicherstellen können, oder ist das jetzt eher so ein wichtiger Hinweis, den es dann individuell umzusetzen gilt? Rezepte gibt es natürlich nie, da wir uns also nicht in diesem Umfeld, da wir uns ja im Komplexen befinden und im Komplexen, Stacy Matrix oder Kniffen Framework, im Komplexen gibt es keine Best Practices, sondern da gibt es nur Vorgehen über Experimente. Das ist schon mal klar, so richtige Patentrezepte gibt es nicht. Aber was sicherlich klar ist, ist, ich darf mich nicht auf Formalismen zurückziehen. Und da muss einfach jedes PMO sich selber fragen, wie weit es sich wirklich über funktionierende, gute Ergebnisse bisher definiert hat oder über Formalismen. Ich brauche nach wie vor einen Rahmen, brauche Rahmenwerke, brauche Unterstützung über Methoden, Formulare und auch Controlling und Portfolio-Management und so weiter. Aber ich muss halt sehr stark der Sache zugeneigt sein und ich muss auch bereit sein und in dem Sinne auch fähig sein, solche Rahmen in der Organisation zu schaffen und sie stabil zu gestalten. Und das bedeutet auch, dass ich mich oftmals mit einem anderen Management-Level auseinandersetzen muss. Und das ist sicherlich spannend. Und da sind sicherlich auch die Grenzen für ein PMO auch sehr stark abhängig von der Organisation. Wie sieht die gelebte Führung aus? Also funktioniert Führung eventuell auch jetzt schon dass agile Grundprinzipien gut eingehalten werden können? Mhm. Eins der Themen, mit denen ich mich momentan beschäftige, sind die Leadership, also die Führungsprinzipien bei Amazon. Mhm. Und wenn wir uns das anschauen, da aus diesen 14 Leadership Principles, wenn ich mir da einfach nur so Punkte anschaue wie Customer Obsession, das ist schon mal ein Punkt, das ist so ein wie sagt man, Northern Star, also so eine Zielrichtung, aber invent and simplify, also vereinfachen und Dinge erfinden. Mhm. Learn and be curious. Bias for action. Have backbone, disagree and commit oder deliver results. Das sind alles so Punkte, das könnte man eigentlich sozusagen das kommt sozusagen direkt aus dem agilen Wertebuch heraus. Es sind nicht 1:1 die agilen Werte des agilen Manifests, aber das passt schon sehr gut zusammen. Mhm. Und es geht ja nicht darum, agile Methoden irgendwie so einzuführen, dass wir eine Checkliste haben, so wir haben es formal abgearbeitet, ja, da ist ein Scrum-Board, jetzt arbeiten wir mit Storypoints und da ist ein Scrum-Master und jeden Tag stehen wir 15 Minuten und machen unseren Daily. Es geht ja darum, dass wir wirklich agil zusammenarbeiten, dass wir Nutzen daraus ziehen. Und da sieht man eben wiederum über sowas wie Leadership Principles finden wir das auch auf einmal wieder. Und da kommt es wirklich zu dem Punkt, wo es dann auch spannend wird und wo man sieht, welche wichtige Rolle eben auch das System und die Vorgesetzten da spielen. Ja, verstehe. Ja. Das heißt, der Bogen wird da ganz schön weit gespannt, dass man jetzt praktisch von den eigentlichen Projektmanagement-Methoden bis in die Soft Skills, bis ins Leadership sozusagen weiter treibt, weil gerade, wie du am Anfang erklärt hast, dadurch, dass eben Umfeld, Auftraggeber eine große Rolle spielt und die Teams sich verändern, das eben auch bedeutet, dass die Führungsschicht sich oben drüber entsprechend anpassen muss, dass das alles zusammenpasst und funktioniert. Mhm.
Genau, also ein Riesenthema momentan. Was bedeutet das jetzt für die Führung? Also momentan eine Menge an Unternehmen, wo ich mich wirklich teilweise auf Vorstandslevel mit den Unternehmen unterhalte. Was bedeutet das jetzt für uns? Was müssen wir jetzt sozusagen dem mittleren Management mitgeben? Was müssen wir selber anders machen, damit dann agil gearbeitet werden kann auf Teamebene? Und das bedeutet eben ein ganz neues Verständnis oder ein reflektiertes Verständnis von Führung. Diese Leadership Principles sind da sehr schön. Das bedeutet so eine gewisse, ja, in dem Sinne Demut, dass ich eben nicht mehr alles sicher managen kann und vorhersehbar managen kann, sondern dass ich auch so ein bisschen mit stochastischen Ansätzen arbeiten muss. Im Komplexen kann ich eben nicht vorhersagen, wie der vierte und fünfte Schritt im Detail aussehen werden. Umso mehr muss ich aber langfristige Vision haben. Wie gehe ich damit um als Führungskraft? Und wie stelle ich als Führungskraft sicher und wie setze ich das um, dass ich auf der einen Seite schon noch den Rahmen und die Zielrichtung vorgebe, aber dass ich kein Mikromanagement betreibe? Und das jetzt, wie gesagt, dann nochmal aus der Sicht des PMOs, das wird sicherlich bei vielen PMOs die Sache relativ schwierig machen, zeigt, wo es hingeht, aber da muss ich mich als PMO auch ein bisschen neu erfinden und neu positionieren. Und damit sind wir direkt bei dem nächsten, beim nächsten Thema, das PMO, das sich selbst verändert. Was meinst du Genau. jetzt praktisch mit dem das PMO muss ich neu erfinden? Bezieht sich das jetzt in dem Sinne drauf, dass eben auch so eine Soft Skills als wichtiges Thema verstärkt mit dazugenommen werden ins PMO, vielleicht von irgendwelchen HR-Abteilungen weg oder in Synchronisation damit mit HR, also dass das enger verzahnt wird mit Soft Skill-Weiterentwicklung? Ja, unter anderem, also Skill-Weiterentwicklung, aber was auch ein Punkt ist, was ich in den Unternehmen in den letzten Quartalen und teilweise auch Jahren gesehen habe, ich glaube, damit agile Methoden funktionieren, gilt wieder einmal mehr, es gibt kein contentfreies Management. Also ich muss, der Glaube halt, sozusagen den Erfolg sichern zu können, indem ich irgendwelche Checklisten und Strukturen vorgebe und dann nachher nur prüfe, ob sozusagen jedes Formularfeld ordentlich ausgefüllt ist, formal, wird einfach nicht den Erfolg garantieren können. Und jetzt bei den agilen Methoden fehlen mir an vielen Stellen die formalen Prüfmechanismen. Und gut, an anderen, na, vielleicht ist es gar nicht so einfach, an anderen oder so pauschal, an anderen Stellen sehe ich es eben, habe ich andere Indikatoren, aber es verändert sich auf alle Fälle und wenn ich es wirklich ernst meine, dann wird eben über die agilen Methoden auch deutlich, agile Methoden werden nur dann prosperieren oder die Aktivitäten, wenn eben das Umfeld mitspielt, wenn die Vorgesetzten mitspielen, wenn Führungskultur stimmt und so weiter. Und das ist ein breites Feld. Das bedeutet sicherlich Ausbildungsbedarf bei Soft Skills, aber das bedeutet eben auch ein bisschen inhaltliche Arbeit, die irgendwo gewährleistet sein muss. Und wenn wir das mal in Gegensatz stellen, nochmal zu dem, wo die PMOs jetzt sind, also es geht jetzt ja darum, wie verändert sich das PMO, dann ist ja erstmal spannend, wo ist das PMO jetzt, Na genau. dann sehen wir, wenn wir uns die verschiedenen Studien, die so gängig sind, im deutschsprachigen oder im englischsprachigen, anschauen, dann also State of Project Management oder die PMO-Studie, dann sehen wir halt, dass eben viele der Aufgaben durchaus auch nicht nur da hineingehen, die Organisation zu unterstützen, zu ertüchtigen und das neudeutsche Enabling zu gestalten, sondern dass es an vielen Stellen eben auch ganz viele Aufgaben sind, dass Controlling durchgeführt wird, dass eine gewisse Governance durchgeführt wird, dass geschaut wird, halten sich die Teams an die Vorgaben, die wir gemacht haben und sind unsere Vorgaben ausreichend, um Compliance-Aspekte zu berücksichtigen. Und damit kommen wir natürlich auch wieder zu dem Thema, was ist die Kernaufgabe des PMOs und auch natürlich, wie sieht sich das PMO selber und last not least, was für Menschen und was für Motivationsstrukturen haben wir im PMO. Das heißt, bei den, wenn ich ganz mal kurz zurückspringen darf, bei den Studien, die du jetzt gerade zitiert hast, da ist dieses Thema mit Leadership jetzt gar nicht so im PMO gesehen, ne? Da Das sind ist alles rückblickend eher noch klassisch orientiert. ja, also
wenn man sich die, mein Punkt ist eigentlich der, wenn man sich die Aktivitäten anschaut, die ein PMO durchführt, dann sind das eben Aktivitäten, die sich mindestens mal in zwei Kategorien einordnen lassen. Das eine ist, wäre so ermöglichen, ertüchtigen. Das wären solche Sachen wie Trainings, das wären solche Sachen wie zum Beispiel eben auch über Coaching, über Communities und so weiter das unterstützen. Aber was wir eben auch sehen, ist, dass das Tagesgeschäft von PMOs an ganz vielen Stellen geprägt ist davon, Controlling, Governance, teilweise Monitoring zu unterstützen. Bis hin zu operativen Themen wie das Auswerten von Statusberichten und Aufaddieren von irgendwelchen, also Aufaggregieren von irgendwelchen Reports und Kennzahlen aus den Projekten. Und das ist schon eine gewisse Bandbreite von Themen. Die Aufgabe, sag ich mal, Kennzahlen nachzuverfolgen, Statusberichte aufzusummieren, nach formalen Kriterien Projektportfolios zu bewerten. Das sind Aufgaben, die sicherlich die sicherlich eine Relevanz haben, die auch erhalten bleiben. Klar, das gehört ja auch zum Management und zur Governance der Gesamtorganisation hinzu. Aber die Frage ist das das, worüber das PMO sich auf Dauer definieren will? Weil es so natürlich auch nie eine treibende und eine führende Rolle hat. Es vollzieht ja nur nach, was sozusagen da stattfindet, aber es verändert nicht so viel. Und die andere Rolle ist eben sehr viel schwieriger. Das erinnert mich an vielen Stellen. Ich komme ja aus dem Prozessmanagement, an so dieses BPM, Center of Excellence, was in so einer ähnlichen Konstellation ist. Und im Prozessmanagement sehen wir eben auch immer wieder diesen BPM-Jojo-Effekt. Den scheint es bei PMOs auch zu geben. Das heißt, man erkennt die Thematik, die Relevanz, versucht sie auch weit und umfassend zu stützen. Dann kommt es zu so einer Begeisterung und irgendwann, dann wird zum Beispiel so ein PMO begründet und man nimmt sich ganz viele Dinge vor, die man besser machen möchte. Und dann ist die Frage halt, wie nachhaltig ist das? Inzwischen sind PMOs recht weit verbreitet, aber wenn wir uns auch da wieder die Studienergebnisse anschauen, dann ist interessanterweise festzustellen, dass irgendwie die meisten PMOs noch recht jung sind. Und wenn PMOs jung sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten, dass entweder, zumindest in der Studienstichprobe, entweder sozusagen die Anzahl der Unternehmen, die PMOs als sinnvoll erkannt haben, so schnell wächst. Dass deswegen, weil es so schnell wächst, dass alle PMOs so jung sind. Oder es gibt die Möglichkeit, dass PMOs irgendwie nur eine relativ kurze Lebensdauer haben. Dann einschlafen und dann wird irgendwann erkannt, ohne geht's auch nicht und dann fängt man wieder von vorne an. Das wäre dann eben genau dieser Jojo-Effekt. Okay. Ja, du hast ja Zahlen mitgebracht, die wir dann auch in die Slides reinpacken und wenn ich da so drauf gucke, sieht man ungefähr so 50% der PMOs sind bis zu 3 Jahre nur alt. Ne? Das kommt ungefähr hin, ich kann die Zahlen jetzt hier nicht so sehen, aber das dürfte so 30, 0 bis 1 Jahr und 21% 2 bis 3 Jahre. Ja. Nee, aber also das grundsätzliche Thema scheint irgendwie da zu sein und da ist eben die Frage, wie kann PMO sich dauerhaft und nachhaltig positionieren und ich glaube, jetzt kommen wir sozusagen zur guten Nachricht, nachdem wir jetzt auch so viel pessimistische Themen diskutiert haben oder negative Themen. Ich glaube, dass agile Methoden eine unglaubliche Chance auch sind, die Wahrnehmung positiv zu steigern. Die Relevanzwahrnehmung steigern. Eben deswegen, weil jetzt im Zusammenhang mit Digitalisierung, Agilität überall auch wirklich auf der Vorstandsagenda steht. Die Sorge teilweise auch, wir sehen die Teslas dieser Welt, wir sehen die Ubers dieser Welt, wir sehen, wie die in unsere etablierten Geschäftsmodelle hineingehen. Und jetzt müssen wir auch digital und agil werden. Und das ist ja eigentlich sozusagen die Plattform, dass das PMO nochmal so richtig an Bedeutung gewinnen kann. Wobei ich dann in der Praxis sehe, das war auch die Wahrnehmung so, zum Teil hat man da glaube ich schon drüber auch gesprochen hier in diesen Gesprächen hier. Die Studie Agiles PMO, die wir durchgeführt haben, die hat eigentlich aufgezeigt, dass zumindest, ich meine, das ist jetzt auch schon ein Jahr her, aber zumindest damals in der Studie, nur wenige PMOs das wirklich als ein strategisches Thema angesehen haben.
Und das Naheliegende, was PMOs dann gemacht haben, das war vor allen Dingen Training anzubieten, Coaching aber nur sehr eingeschränkt. Ich habe den Eindruck, dass sich das so über die letzten Quartale noch wieder ein bisschen verändert hat, aber man hat an vielen Stellen zumindest eingehend den Eindruck gehabt, dass PMOs sozusagen mit dem Methoden- und Werteset, mit dem sie bisher gearbeitet haben, jetzt versucht haben, agile Methoden so weiter wieder einzuführen oder zu beackern, wie sie es mit den klassischen Projektmanagement-Methoden gemacht haben. Und das funktioniert natürlich nicht, weil eben agile Methoden nicht so ein mechanistisches Thema sind wie, sage ich mal, gutes klassisches Projektmanagement. Ehrlich gesagt ist auch gutes klassisches Projektmanagement kein mechanistisches Thema, aber man kann es mittelmäßig machen und dann kann man es mechanistisch managen. Da wird es nur nicht so schnell deutlich. So, und die Frage ist dann halt wiederum, wie sind da die PMOs aufgestellt? Was wir auch sehen in verschiedenen Unternehmen, ist, dass dann die PMOs dieses Thema gar nicht selber wahrnehmen, sondern dass es dann zum Beispiel so ergänzende Communities gibt, Centers of Excellence für agile Themen. Und das ist auch eine spannende Frage. Wie stelle ich mich als PMO dazu auf? Sicherlich sollte man auf alle Fälle das unterstützen, wenn sich da so etwas ergibt. Aber ich denke mir, es ist für ein PMO sicherlich nicht schlecht, mit diesen Aktivitäten auch eng gekoppelt zu sein und die dann selber mit zu Eigentlich der unterstützen. Treiber sein dafür. Ja. Könnte der Treiber sein, idealerweise. Genau, also weil es ja auch ein Riesenthema ist, sozusagen, um die Bedeutung im Unternehmen zu steigern und natürlich eben auch, um Gutes zu tun, weil der Auftrag ist ja praktisch schon da, zentral oder je nachdem, wie er dargestellt ist, aber es ist ein möglicher Auftrag zentral im Unternehmen, das Know-how, die funktionierenden Methoden voranzutreiben. Und wenn wir uns anschauen, ich weiß nicht, ob wir das hier in der Runde schon mal diskutiert hatten, aber ich hatte ja auf dem PMO-Tag, der ist gerade mal 9 Monate her, hatte ich ja mal so eine kleine Umfrage gemacht unter PMO-Vertretern. War die Übereinkunft die, dass agile Methoden auf alle Fälle ein Zukunftsthema sind, dass sie also sozusagen gekommen sind, um zu bleiben. Es war weiterhin auch ein ziemlich deutliches Bild, dass agile Methoden auch ein PMO-Thema sind. Also das PMO ist schon der entscheidende Treiber. Nur wenn es darum geht, wie die PMOs sich selber sehen, dann auf einmal dreht sich das Bild, dann sagen die PMOs nämlich auf einmal von sich Das können wir selber, sie doch sind gar nicht. schlecht aufgestellt. Und das ist natürlich schon ziemlich Lücke. Ich sage, da ist ein Thema, das ist wichtig. Ich sage, ich bin zuständig dafür, dass dieses Thema bei mir im Unternehmen funktioniert. Und ich sage, ich bin nicht gut aufgestellt dafür. Immerhin, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, hat die Oma immer gesagt. Ja. Insofern. Ja, das mag, das ist sicherlich positiv zu sehen. Und es wird jetzt auch, das ist ja die Diskussion, hat sich da ja auch schon weiterentwickelt. Es wird jetzt auch eben als ein wichtiges Thema überhaupt gesehen. Ganz Also genau, ja. die Diskussion, ob, wie gesagt, die Glaubenskriege sind ja nun Gott sei Dank meistens vorbei. Auch, und zwar in beiden Richtungen. Und jetzt geht es wirklich darum, wie wir es einbinden. Ehrlich gesagt, finde ich das aber relativ natürlich und gesund, wenn das so rumgeht, dass praktisch erst agile Methoden eingeführt werden und dann das von PMO ist für mich immer so ein bisschen von oben so, ja, unterstützend, kontrollend, leitend und dass das Jetzt. hinterherhinkt und dann versucht, jetzt ist agil da und jetzt unterstützen wir das irgendwie und dass es nicht umgekehrt geht, dass es vom PMO kommt und ihr macht jetzt alle agil und ihr müsst, ja. Jein. Ja und nein. Also ja, also jetzt sind sozusagen zwei Punkte. Das eine ist, was ist das Verständnis von PMO? Und das, was du jetzt gerade dargestellt hast, von oben und kontrollierend und einordnend, das wäre so eben dieser Governance-Aspekt. Und das ist eben die Frage, was ist mein Selbstverständnis als PMO? Und ich glaube, dass es auch durchaus okay ist, wenn ich mich halt in der Richtung positioniere. Aber ich spreche mit ganz vielen PMO-Vertretern und die sehen sich eben auch als diejenigen, die Enablement betreiben, die dazu beitragen, dass es funktionieren kann. Also, dass Und die dann. sind, die praktisch die Samen ausstreuen von kleinen agilen Zellen, das ist alles Richtung agil Ja, sich die entwickeln also kann. sozusagen, die insgesamt sich sozusagen mit in der Verantwortung sehen dafür, dass Projektaktivitäten oder agile Aktivitäten gut funktionieren. Und wenn ich mir den Schuh sozusagen mit anziehe,
dann ist das Bild nicht so. Also dann ist da viel zu tun bei diesen PMOs, ja, und schlecht aufgestellt. Und natürlich, der andere Punkt, den du, glaube ich, kurz angerissen hattest, ist nach dem Motto, jetzt macht mal agil, das von oben vorzugeben, das macht garantiert keinen Sinn. Da sind wir wieder genau bei Basar und Kathedrale. Also agil mit einer Kathedrale zu bauen, in meinen Augen wenig sinnvoll, höchstens so Burning Platform Konstellation, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge. Aber ich sag mal so, das Feld zu bestellen und dafür zu sorgen, dass die Saat aufgehen kann, das wäre jetzt in meinen Augen dann durchaus auch für ein PMO wieder angezeigt. Ja, mein Gedankengang kam daher, dass na gut, wenn man jetzt schon PMO hat, ja stimmt, dann bricht mein Gedankengang gerade zusammen. Aber die Idee war so, für meinen Einwand war gewesen, wenn wir was Neues einführen, dann ist typischerweise noch keine Kapazität in irgendeinem PMO da, um neue Sachen dann zu betreuen. Das entsteht typischerweise immer erst so hinterher, wenn dann erkannt wird, oh, jetzt haben wir aber Bedarf, das auch vom PMO aus zu betreuen. Ja? Und insofern ist es eigentlich logisch, dass die ein bisschen hinterherhinken mit dem, wir wissen, das ist ein Zukunftsthema, wir wollen das alle machen, aber wir sind noch nicht gut aufgestellt. Ja, also nachvollziehbar ist es auf alle Fälle. Und von daher ist das schon klar. Die Frage ist halt eben, wo sehe ich mich selber als PMO? Und da kenne ich alle Formen von PMOs. Die sich vom Auftrag her und vom Selbstverständnis her vor allen Dingen auf dieser Governance-Seite sehen. Die unbedingt aber auch dieses Ertüchtigen, Ermöglichen, Enablement mitmachen wollen. Und wenn ich da sozusagen mich stark sehe und ich erkenne jetzt die Chancen des Agilen, dann habe ich halt eben auch da eine Lücke, dann habe ich da einen Bedarf. Und natürlich, ich finde diesen Punkt von dir gar nicht schlecht, sondern durchaus richtig und durchaus relevant. Wenn ich das sehe, nach dem Motto, es ist relevant, es ist meine Aufgabe und ich bin da schlecht aufgestellt, dann ist da sicherlich eine super Basis dafür da, dass man sich in die Richtung entwickeln kann. Und das ist schon mal sehr gut dann. Schick. Schick, ja. Als nächstes wollten wir über den Herrn Conway reden. Genau. Den kannte ich bis wir zwei im Vorbereitungsgespräch drüber gesprochen haben, kannte ich den gar nicht. Er hat aber irgendwie interessante Thesen verbreitet. Erzähl mal. Ja, Melvin Conway. Ich glaube 1968 ursprünglich veröffentlicht. Any organization that designs a system will inevitably produce a design whose structure is a copy of the organization's communication structure. Also, jede Organisation, die irgendein System, sprich, wir reden nicht nur über Software, wir reden auch zum Beispiel über Prozessmanagement, wir reden über physische Produkte, die wir entwickeln und so weiter. Jede Organisation wird also bei diesem Design unvermeidbarerweise eine Designstrukturphilosophie an den Tag legen, die eine Kopie ihrer Kommunikationsstruktur ist. Okay. Also, ich bin stark funktional aufgestellt, dann werde ich eine funktionale zum Beispiel Software bauen oder werde zum Beispiel auch nehmen wir mal ein Kraftfahrzeug, ein Auto oder so. Wenn ich Teams habe, die sehr stark abgegrenzt sind, dann werde ich eben, man kann es ja auch positiv sehen, sehr modular, sehr funktional bauen. Mhm. Der eine kümmert sich um, was weiß ich, die Achsen, der nächste kümmert sich um die elektronische Anlage und der nächste um Motor und so weiter und so fort. Die spannende Frage ist halt eben immer, was ist sozusagen das Design, was da am besten passt und was sind meine Designziele? Möchte ich lieber was Integratives haben oder möchte ich was Modular-Funktionales haben? Und das geht in beide Richtungen. Man kann Conways Gesetz auch nutzen, wenn ich also zum Beispiel etwas sehr prozessorientiert Integratives haben will. Dann muss ich eben die Kommunikationsstrukturen, und Kommunikationsstrukturen heißt in erster Linie auch die zugrunde liegenden Prinzipien bei der Bildung von Organisationseinheiten, muss ich entsprechend so nutzen, auswählen, dass sie dann dazu passen. Sprich, ich will, dass die Prozesse gut funktionieren, dann muss ich auch prozessorientierte Organisationsstrukturen zumindest zusätzlich einführen. Und das ist also erstmal an und für sich eine total spannende Geschichte, dass ich eben die Designprinzipien meines Produktes vor allen Dingen dadurch bestimme, dass ich die Organisationsstruktur nach gewissen Prinzipien strukturiere. Ja, stimmt, das ist interessant, dass der das rausgefunden hat. Ja?
witzig. Ja, wobei ich glaube, das war auch von diesem Herrn Conway, ich glaube nicht, dass da eine Riesenstudie zugrunde lag, sondern der hat das, glaube ich, einfach mehr oder minder erkannt, so ähnlich wie bei Moore's Law oder so. Okay. Und dann, der Punkt ist der, dass er damit aber einfach eine Wahrheit ausgesprochen hat. Mhm. Und damit hat er eben einfach einen interessanten Punkt interessanten Punkt auf den Punkt gebracht, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also hat einen interessanten Punkt herausgearbeitet und deswegen bleibt das eben Thema, über das wir diskutieren. Mhm. Daraus könnte man jetzt dann praktisch, wenn man annimmt, dass es stimmt, oder hat sich ja seit den 68er, also schon ein bisschen her, hat sich ja wohl bewahrheitet, dass es stimmt. Wenn man das als Grund nimmt, für eine Organisation aufzubauen, kann man bestimmt irgendwelche Eckpunkte aufstellen. Sagen, wenn man das beachtet, dann ist es halt förderlich für agiles Umfeld und ein PMO könnte sich diese Themen dann irgendwie aneignen. Mhm. Genau, das ist auch so der zentrale Gedanke, warum ich das an dieser Stelle immer mit in die Diskussion reinbringe. Ich muss mir natürlich schon drüber im Klaren, oder es wird sicherlich so sein, dass die Art und Weise, wie ich zusammenarbeite, wie ich kommuniziere innerhalb des PMOs und das PMO mit der Unternehmensleitung und das PMO wieder mit den Projekten, dass das sehr stark beeinflussen wird, auch was sozusagen möglich ist. Das heißt, ich sollte unter anderem mich als PMO auch fragen, in meiner jetzigen Aufstellung, ist das Optimum, um agile Strukturen, agile Verhaltensweisen in die Organisation hineinzutragen? Und wir sehen ja auch genau in Organisationen, hatten wir ja gerade eben angerissen, dass genau das nämlich passiert, dass es nämlich Agile Communities gibt, dass es Agile Centers of Excellence gibt, die sozusagen teilweise grassroot-mäßig oder aus der Notwendigkeit heraus gegründet werden, oftmals so semi-professionell oder nebenher, weil eben die Notwendigkeit des Austauschs, die Chancen des Voneinanderlernens deutlich werden. Und es funktioniert eben nicht mehr über einen definierten Zentralbereich, der vielleicht auch Governance-Autorität hat, sondern es funktioniert sehr viel über Freiwilligkeit, über netzwerkartige Strukturen, über lose Strukturen. Die Kommunikation findet nicht statt über irgendwelche Vorgaben, die bindend sind oder gar vielleicht einfach nur ins Intranet gestellt werden und dann sozusagen maßgeblich sind oder maßgeblich sein sollen, sondern wir sehen eben an vielen Stellen Dinge, die sich entwickeln, die aus den Projekten, aus den Aktivitäten selber herauskommen. Heißt im nächsten Schritt, wenn ich als PMO das mit abdecken möchte, muss ich mir überlegen, wie bin ich aufgestellt? Und brauche vielleicht auch offenere Strukturen, netzwerkartigere Strukturen, fluidere Strukturen. Die Organisation, ne? Ja, also die Quintessenz in meinen Augen ist die, so wie ich möchte, wie die Organisation arbeitet, so muss ich sozusagen auch selber arbeiten und selber kommunizieren und strukturiert sein. Ich muss das also wirklich richtig vorleben, damit es auch ernst genommen wird und reflektiert werden kann. Ja. So müssen wir untereinander arbeiten innerhalb des PMOs, so muss ich mit den Auftraggebern arbeiten so muss ich im Zusammenspiel mit den Projekten arbeiten. Und dann ist es halt eben schwierig und noch herausfordernder, die verschiedenen Sichten zusammenzubringen. Also wenn ich so eine Auditierungssicht habe, so eine Governance-Funktion, wird das wahrscheinlich an vielen Stellen noch herausfordernder. Ja, klar, weil das ist ja dann gar nicht mehr so der Fokus. Ich will ja nicht, dass die Projekte dann auch auditieren oder genau aufs Klein-Klein gucken, sondern irgendwie, die sollen ja selbst sich organisieren und da muss man das irgendwie entsprechend vormachen. Ne? Ja. Genau, und das führt mich so zu dem nächsten Thema, was sich für mich daraus ableitet. Das ist so dieses Thema, dass jede Organisation in meiner Wahrnehmung eine DNA hat. Man spricht ja auch von organisatorischer DNA. Sozusagen das, was uns mitgegeben wurde, was an uns vererbt wurde, zum Beispiel durch den Auftraggeber, zum Beispiel durch den ursprünglichen Auftrag, den wir haben. Und wenn ich jetzt im Sinne der Diskussion, die wir hatten, mich dafür entschließe, dass ich auch bei agilen Methoden als PMO Enabling sein möchte, dann sollte ich, glaube ich, sehr grundlegend auch nochmal in mich gehen und prüfen, wo komme ich denn her und wie bin ich momentan aufgestellt. Mhm. Also
wer sind meine Väter? Wie fand zum Beispiel auch die Auswahl der Leitung statt? Was war die ursprüngliche Vision und Mission? Ist das noch wirklich, passt das dazu? Wie sehen die Anreizmechanismen für uns aus? Wie sehen die Anreizmechanismen aus, die wir in die Organisation hineintragen? Auch die Teammitglieder strukturell, passt das? Also was, wir hatten über die Wortley Maps, glaube ich, mal gesprochen. Ja, ja. Da haben wir auch mit den unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen gesprochen, über die Pioniere und Siedler und über die Stadtplaner. Mhm. Ja. Alle drei Gruppen, alle drei Persönlichkeitsprofile, wunderbar, alle drei unbedingt notwendig. Aber ich sollte als PMO schon mal fragen, habe ich eventuell sehr viele Stadtplaner und nur wenige Pioniere und Siedler in meinem PMO? Mhm. Mhm. Die Mischung macht's, ja. Die Mischung macht's und ich kann eben nicht erwarten, dass das sozusagen eine Stadtplaner-Persönlichkeit jetzt auf einmal der Treiber ist, der meine Organisation dahin bringt, dass wir auf einmal überall agil zusammenarbeiten. Mhm. Stadtplaner ist natürlich ein Mensch, der gerne starke Strukturen hat, Sicherheit, Kontrollierbarkeit hat. Das macht den Stadtplaner aus, im positiven Sinne. Wie eben auch in dem Sinne, dass er nicht der Treiber so sehr für das Agile unbedingt sein wird. Ja, das werden wahrscheinlich, das werden eher die Pioniere dann. Ne? Genau. Mhm. Die dann aber auch ihre Grenzen haben und die dann auch Dinge erzählen, die nachher nicht umsetzbar sind und die dann eben auch gerade in großen Konzernen wiederum ja wahrscheinlich an vielen Stellen auch Dinge nicht gut abdecken, die notwendig sind. Mhm. Ja, sehr schön. Und das geht dann eben weiter so im Sinne von Conways Gesetz. Wie sind wir selber strukturiert? Wie sind wir selber aufgebaut? Was sind unsere Ansätze? Wie viel arbeiten wir mit Coachings? Sehen wir uns eher im Sinne von auditierend oder als diejenigen, die sozusagen einfach die Plattform, das Bazaar oder den Bazaar zur Verfügung stellen, damit es dann da im Bazaar wuselt und zwar immer noch in gewissen Rahmenstrukturen passiert, aber nicht so, dass wir alles im Detail managen. Und das muss sicherlich auch im PMO selber entsprechend da sein. Und ansonsten hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, wie führe ich agile Methoden ein im letzten Kapitel. Es gibt eben nicht das Patentrezept, es gibt nicht das eine Rezept, wie man es macht. Ich muss kontextadäquat arbeiten, ich muss immer wieder mit Experimenten arbeiten. Mhm. Es gibt keine Best Practice und vor allem gibt es keine Best Practice über alle Organisationen hinweg. Ja, klar. Aber ich sollte eben als PMO so aufgestellt sein, dass ich auch in der Lage bin, diesen Prozess zu begleiten und sinnvolle Experimente aufzubauen, sinnvolle Hilfen zu geben und sinnvoll auch zu lernen. Das hört sich fast so ein bisschen psychologisch an, wenn man anfängt, zurückzugucken, naja, wo komme ich eigentlich her, was sind die Rahmenbedingungen, wer ist mein Vater, ja, und aber das ist ganz schöne Bilder eigentlich, um das zu verstehen, dass man praktisch erstmal sich selbst als PMO gut verstehen muss und seinen eigenen Impact auf die restlichen Organisationen versteht, um dann bei sich selbst anzufangen und das dadurch dann eben vernünftig in die Organisation reinzutragen, ne? Ja, also es geht eben um sicherlich auch um Vorbildfunktion, es geht um Glaubwürdigkeit und das alles weist da in diese Richtung, ohne jetzt zu esoterisch werden zu wollen, aber sowas wie Conways Gesetz, solche Themen wie Veränderung beginnt immer bei mir selbst und viele andere Sachen machen, glaube ich, klar, dass ich auch als PMO mich selber hinterfragen muss und im Endeffekt, es gehört ja auch zum Agilen, der Spaß am Hinterfragen und verändern. Deswegen dürfte das eigentlich, wenn es gut funktioniert, relativ von alleine auch schon so stattfinden. Sehr gut. Ah ja, was haben wir denn noch? Noch ein paar Ansatzpunkte, um ein bisschen, jetzt war ein bisschen viel in der Diskussion. nach dem Motto, wie so allgemeine Reflexion, ein bisschen sehr Grundlegendes, aber auch, ich glaube, das war auch auf dem PMO-Tag, so 6 Ansatzpunkte, was kann ich jetzt machen, wenn ich als PMO zum Beispiel sehe, das Thema ist relevant, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich hundertprozentig top aufgestellt bin, um es in die Organisation zu tragen. Und wenn du sagst, du hast da 6 Ansatzpunkte, habt ihr die da erarbeitet oder hast du die mitgebracht? Und die haben wir diskutiert.
diskutiert haben wir die. Mhm. Mhm. Also den Input hatte ich da schon mit reingebracht, aber wir können es ja vielleicht auch hier mal einfach. Gerne, wenn du uns das ein bisschen näher bringen möchtest, super. Also 6 Punkte. Der erste Punkt ist sicherlich das Eintauchen, die totale Immersion. Das heißt, nach wie vor, obwohl das eigentlich gar nicht so richtig so sein sollte, sehe ich immer noch in PMOs Menschen, die sag ich mal, nicht zu Hause sind in agilen Methoden. Also wenn ich noch nicht tagtäglich in dieser Welt lebe, eintauchen, in solche agilen Aktivitäten reingehen, Austausch mit anderen Organisationen, Austausch im Sinne von, dass ich reinschnuppere. Die meisten Organisationen heutzutage, die ein bisschen größer sind, haben schon irgendwo so agile Aktivitäten, so kleine Felder, wo das schon betrieben wird. Reingehen, mitarbeiten, am besten so ein kleines Praktikum machen, so einfach mal verstehen, was das wirklich bedeutet, um auch diese ganzen Missverständnisse aus dem Weg zu bringen. Und das ist, glaube ich, die erste Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt ein Partner sein kann, um mich auch mit den etablierteren und den schon in der Lernkurve etwas weiteren Organisationen auseinanderzusetzen. Ja, also für den Fall, dass man eben aus einem nicht agilen PMO kommt, ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil die meisten werden dann den Schritt kaum irgendwie vernünftig machen können, richtig in agilen Projekten von Grund auf das mitzuerleben, sondern aber die Idee, dass mit Praktikum, Austausch und tatsächlich versuchen, maximal viel Praxis mitzunehmen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Also man könnte sagen, so ein bisschen den Stallgeruch aufbauen. Ich glaube, Neudeutsch heißt das Street Credibility, dass das glaubhaft ist, wenn ich eben bisher als Organisation einfach nur dafür stand, dass ich das klassische Projektmanagement verfochten habe. Irgendwie versuchen, Praxis zu kriegen, um halt wissen, worüber man redet. Das wäre ein Punkt. Ein weiterer Punkt, hatten wir, glaube ich, auch schon mal angerissen, dieses Soft ist hart und hart ist soft. In meiner Wahrnehmung, auch wenn das gern so diskutiert wird, agile Methoden bedeuten nicht, dass wir keine Führung mehr haben, und agile Methoden bedeuten auch nicht, dass wir nicht mehr leisten müssen und dass jetzt alles nur noch, keine Ahnung, vollkommen ungesteuert ist. Und dementsprechend sollte ich auf den verschiedenen Ebenen messen, visualisieren, das haben wir ja vom Agilen gelernt, visualisieren ist immer wichtig und laufend hinterfragen, aber das erste ist immer messen und greifbar machen. Inspect und Adapt heißt es im Agilen, und Inspect heißt eben auch messen und verdeutlichen. Und auch weiche Themen lassen sich eben nach dem, was wir wissen und was wir erfahren, lassen sich eben auch sehr gut messen. Über die verschiedensten Methoden. Sicherlich darf man nie ein einzelnes Messinstrument überstrapazieren. Es ist immer nur so ein Pixel auf einem großen Bild, aber viele Pixel ergeben dann eben auch ein Bild. Und wenn man viele, viele Pixel hat, dann kann man sogar ein sehr trennscharfes Bild machen. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Aufgabe, die Aufgabe eines PMO, Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Auf allen Ebenen. Wo sind die? Also ich glaube, über verschiedene Sachen hatten wir da auch schon gesprochen. Viele Sachen habe ich da ja auch schon mit den Heupel Consultants gemeinsam gemacht. Also solche Sachen wie, was sind die Barrieren für Agilität, oder ein Thema, was wir jetzt momentan gerade machen, so, wo sind Projekte positioniert auf der Stacy-Matrix, wie erfolgreich sind sie, was funktioniert da, was funktioniert da nicht, wie weit werden agile Werte gelebt, das lässt sich kombinieren mit den bestehenden ganzen Persönlichkeitsprofilen und den ganzen Ansätzen, die wir haben, von so ganz simplen Sachen wie eben das, was wir von Wortley hatten, über solche Sachen wie die Insights-Messungen und Profile und all das, was es da sonst noch gibt. Und natürlich auch die ganzen Messungen, die ja agile Methoden sozusagen schon in sich im Konzept haben. Also solche Sachen wie Messungen in Storypoints, Messungen in Reviews, greifbar machen, was rauskommt und so. Also unbedingt soft ist hart und hart ist soft. Messen, visualisieren, prüfen, lernen, inspect und adapt. Das ist ein wichtiges Feld, wo ein PMO unterstützen kann und wo das PMO eben auch Methoden gut zur Verfügung stellt. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt, wo man dann so einen Übergang hat von den klassischen Methoden zu den agilen, weil das Messen ist ja auch eher so, hattest du ja eben auch gesagt, wenn man sich nur darauf fokussiert, ist man sehr, sehr stark in dem klassischen Bereich. Ja, ein guter Übergangspunkt. Ja.
Gut, und dann ein weiterer Punkt, das wäre vielleicht dann der dritte Punkt, den ich unbedingt verfechten würde, ist der, dass ich auch reflektieren sollte, welche Chancen bieten die agilen Methoden. Und momentan reden wir überall über Digitalisierung. Also wenn ich die Position meines PMOs stärken möchte, dann ist es sicherlich wichtig, dass ich auch das Thema Agilität mit verfechte, in die Organisation hineintrage, um nicht da abgehangen zu werden, damit es nicht andere für mich machen. Und nochmal, agile Methoden sind kein Rezept für Glückseligkeit und an sich auch nicht jetzt sozusagen das eigentliche Ziel, aber sie bieten viele Hilfsmittel und Ansatzpunkte und deswegen sollte ich schon als PMO, so wäre meine Empfehlung zumindest, für das Thema auch mitbrennen und sollte das Thema in die Organisation hineintragen. Mhm. Sonst werden mir andere in dem Sinne die Butter vom Brot nehmen. Ja. Und das heißt eben nicht, nur ein Team zu haben und dann dafür zu sorgen und das zu unterstützen, dass dieses Team agil arbeitet, sondern wir landen wieder bei dem anderen Thema, das Umfeld, also HR, Einkauf, Vorgesetzte, Auftraggeber und so weiter. All die gilt es mit einzubinden. Mhm. Und ich glaube, es gilt ganz stark, so den Link zur Digitalisierung herzustellen, weil das momentan einfach ein Thema ist, was auch in den Unternehmen große Relevanz hat. Ja, sehr schön. Das ist, glaube ich, ein ganz klingt für mich fast wie der schwierigste Punkt, dann so diesen Scope so breit zu machen und viele andere Organisationen mitzunehmen und viele ganz neue Themen in so ein PMO reinzunehmen, die man vorher so vielleicht oder sehr wahrscheinlich gar nicht hatte. Ja, es ist, aber in dem Sinne ist es vielleicht momentan auch für viele PMOs die Wegscheide. Ja. Schaffe ich es jetzt, meine Relevanz und meinen Beitrag zum Unternehmenserfolg auszubauen, indem ich auch, es geht ja nicht um Wettbewerb, aber es geht um Schulterschluss mit all diesen anderen Disziplinen wie Organisationsentwicklung, wie vielleicht auch den anderen Methoden im Lean-Umfeld und Prozessmanagement und Digitalisierung vor allen Dingen, indem ich den Schulterschluss dahin bekomme und das unterstütze und einfach auch wahrgenommen werde, dass ich da was leiste und auch einfach gute Dinge leiste. Oder sage ich, ja, ich habe die Ressourcen nicht und passt auch nicht so ganz zu meiner DNA und deswegen ziehe ich mich mal zurück auf das, was ich gut im Griff habe. Ja, klar, und das wird, glaube ich, jetzt für viele, in diesem Moment ist das für viele PMOs eine Wegscheide. Dann gibt es wieder mehr von denen, die nicht so lange überlebt haben in der Statistik. Genau, das hatte ich auch gerade im Hinterkopf, wollte es aber jetzt nicht nochmal bringen, der PMO-Jojo-Effekt, genau. Okay. Das war jetzt der dritte Punkt mit der Verfechtung der Agilität. Mhm. Genau, das wäre da der dritte Punkt, dass wir also Agilität verfechten und in die Organisation hineintragen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Coaching und Begleitung. Also das war eins der Ergebnisse bei der Studie Agiles PMO, die mich wirklich negativ überrascht haben, dass nach wie vor für Training, wie soll ich sagen, da sind Budgets da, das wird auch erwartet. Wir sind doch ein modernes Unternehmen, wir müssen unsere Mitarbeiter doch weiterentwickeln. Mhm, aber es wird gemessen im Sinne von, ja, gibt es Trainings, kann denn jeder bei uns sich auch zum Scrum Master ausbilden lassen, so derartige Themen. Und das passt in unsere Zeit sowieso nicht mehr hinein. Also in unserer Zeit sollten ja, klar, das ist Trainings eben nicht mehr, also da gibt es sicherlich auch große Block-Trainings, aber da geht es eben auch um vielfache so Mikroelemente, mal ein Video, mal ein kleineres Element, was kontextbezogen ist. Aber es geht eben auch darum, nicht nur Dinge frontal in die Köpfe reinzukippen, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, das zu leben, zu erleben und zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Mhm. Also Training und, ist meistens immer nur so ein Anfangspunkt, gell? Ja, und meine Erfahrung aus ganz vielen Unternehmen, lieber weniger Training am Anfang und nachher mehr Reflexion und Begleitung. Mhm. Mhm. Aber bitte auch nicht das andere Extrem, was ich momentan sehe, wenn die großen Konzerne momentan überall diese Anfragen nach dem Motto, wir suchen jetzt irgendwie, ja, im Dutzenden Paketen suchen wir Scrum Master und Product Owner und so weiter und so fort. Also, ja, begleitend als Shadow kann das alles mal da sein, aber Product Owner zum Beispiel, das ist eigentlich der Kern meines Unternehmens. Das ist eine strategische Entscheidung. Das kann ich unterstützen lassen, aber ich kann mich da nicht oder sollte mich davon nicht abhängig machen lassen.
und sollte vor allen Dingen das nicht vollständig durch andere abdecken lassen. Mhm. Im Sinne eines Interimsmanagement, ja. Im Sinne einer Unterstützung, ja, aber zu glauben nach dem Motto, oh super, dann kaufe ich jetzt ein paar Leute ein und die machen mich agil, brauche ich nicht so viel dazu verändern, das wird nicht funktionieren. Falsche Funktionen outsourcen, und, nee, keine gute Idee. Und wie gesagt, Training ist ein Element, aber tendenziell lieber weniger Training und mehr Bezug on the job und Coaching und Reflexion. Gut, guter Appell. Mhm. Ja, und das Faszinierende ist, das sind anscheinend in den meisten Unternehmen unterschiedliche Töpfe und die Unternehmen haben sich da wohl durchgerungen dazu, Training muss ich machen, aber Coaching ist dann oftmals augenscheinlich sehr schwierig und das sind wieder grundlegende Strukturen, die es wirklich schwierig machen. Ja, Training ist eher so ein Klassiker auch, ja. Ja klar, müssen wir das lebenslang lernen und weil sich die ganze Welt so schnell verändert, hört das alles nicht mehr auf. Training wird dann gehofft, dass man das vielleicht damit dann abfrühstückt, wenn genau, man Mitarbeiter check, irgendwo hincheckt. Ja, weg, ja, ja. Aber das check und das ist so dieses Bild nach dem Motto, ist nicht mehr so wie früher, wo wir nur in die Schule gegangen sind, studiert sind und dann ins Berufsleben kommen. Jetzt ist lebenslanges Lernen. Aber lebenslanges Lernen ist dann sozusagen die Fortsetzung dessen, was wir früher schon immer gemacht haben. Mhm. Am besten färchen wir alle wieder in den Schulraum, also in den Klassenraum oder in den Hörsaal hinein. Ja, genau. Dann findet wieder so wieder so eine Trichterbetankung da statt und dann haben wir das auch abgearbeitet. Das ist es nicht. Die Mischung macht's. Die Mischung macht's und die Reflexion und die Unterstützung, ohne wie gesagt in das andere Extrem zu fallen, dass ich jetzt wieder alles vorkauen lasse in der Praxis. Ja, der nächste Punkt, da hatten wir eben schon so ein kleines bisschen mit adressiert. Das war das Thema mit den Veränderungen, ne? Veränderungen beginnt bei mir selbst. Ich lebe das vor als genau. PMO. Willst du das nochmal kurz zusammenfassen? Die richtigen Strukturen, ja, also adressieren wir die richtigen Punkte, ist unser Zielsystem richtig? Arbeiten wir selber agil zum Beispiel auch? Hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch drüber gesprochen, je nachdem, wie ich rangehe, also auch durchaus, auch dieser Change durchaus bietet sich ja an, das agil zu betreiben, systematisch mit einem Backlog, mit einem Product Owner für den Change, mit einem Impediment Management, mit einem Team, was das Ganze begleitet. Also arbeiten wir selber danach. Ne? Also Agilität ist nichts, was wir für andere verordnen sollten, sondern das sollten wir auch machen und nutzen, wo es sinnvoll ist und ja, warum auch nicht? Also es gerade, wenn wir eine Veränderung einer Organisation haben, dann ist es eine Thematik, die hochgradig komplex ist. Und dann, so sagen wir ja, die ganze Zeit sind doch agile Methoden genau die Methoden der Wahl, was ja auch so ist. Mhm. Genau. Ja, das wäre der Punkt bei einem selbst. Und der sechste Punkt, auch das ist ein typisch agiler Punkt. Fangen Sie an, und zwar heute. Ja. Selbst das ist durchaus ein Thema, was durchaus relevant ist. Also Gespräche, die ich teilweise führe mit Unternehmen, die sich sozusagen, ja, das Bild ist so wie jemand, der ganz vorsichtig nur den kleinen Zeh ins Wasser reinsteckt und dann sagt, ja, irgendwann muss ich mal schwimmen gehen. Und springen. Ja, also ja, nicht mit dem Kopf zuerst springen und vielleicht auch nicht vollständig, aber man kann ja schon mal anfangen, so ins Halbtiefe zu gehen und mal ein paar Schwimmbewegungen machen und mal gucken, was passiert, wenn man kurz mal die Beine anhebt und so weiter. Ja, Und es gibt sowieso kein Patentrezept und es wird nicht den Punkt geben, wo wir es durchdrungen haben. Und für meine Organisation werden agile Methoden wieder was vollständig anderes bedeuten als für andere. Und in 2 Jahren werden wir es sowieso wieder anders machen. Aber ich merke also durchaus Beispiele mit Organisationen, die halt irgendwo auch so gepolt sind. Wir machen zu allem immer eine gewisse Analyse und diese Analyse, die hat dann halt so und so Umfang und dann leiten wir da draus so ein Pflichtenheft ab oder ein Sollkonzept halt und dann setzen wir es um. Macht keinen Sinn. Ja. Macht in dem Umfang keinen Sinn. Also natürlich muss man sich ein bisschen reflektieren und hatten wir auch drüber gesprochen, man muss mit dem Product Owner vorarbeiten, man muss Backlogs vorab erstellen und so weiter. Aber riesige Analysen werden an dem Tag obsolet sein, wo wir anfangen damit, weil sich nämlich das, was wir analysieren, sehr schnell verändert. Ja, man kann ja auch so zum Beispiel im ganz Kleinen, ganz persönlich anfangen und
wenn man so ein bisschen nerdige Familie hat, dann vielleicht hier im Privaten anfangen, die eine oder andere agile Methode einzuführen, um es einmal auszuprobieren und selbst ein bisschen zu erfahren, ne? So sagt, wir nehmen jetzt machen irgendwo in der Küche ein Kanban-Board hin oder was auch immer, ja, und dann planen wir unseren Familienkrempel damit mal, den nächsten Sommerurlaub oder sowas, ja. Ich pack noch einen Chart mit rein, hier Klaus Bucker lassen, der darüber sogar mal einen Blogbeitrag über irgendwie Family Kanban oder so veröffentlicht hat. Ja, ja, ja. Der macht das genauso. Klaus ist wirklich auch so ein agiler Enthusiast, der in der Wolle gefärbt ist und dementsprechend wird das natürlich da auch so gemacht. Ja. Ja. Ich meine, das ist halt so eine Möglichkeit, wenn es in der Firma halt noch insgesamt zögerlich geht, um einfach mal so ganz klein und im Privaten anzufangen. Nicht jeder schreibt dann irgendwie zu Hause Software, wo man das prima ausprobieren kann mit einem anderen Team zusammen. Aber das wäre so eine Möglichkeit, finde ich. Ne? Also reinzuschauen. Ja, also wenn ich mir Organisationen anschaue, wo wirklich ein PMO etabliert ist, und wenn ich mir dann ein PMO anschaue, was sich überlegt, wie ich denn nun vorgehe, also mir fällt schwer, eine Konstellation mir auszudenken, in der es nicht möglich ist, mit agilen Methoden oder Methodenelementen zu starten. Und zwar nicht nur, weil ich jetzt auch mal was Agiles machen will, sondern weil ich davon profitieren kann. Mhm. Wir hatten im letzten Abschnitt ja über all das gesprochen, dass ich natürlich mit Piloten in so einer Konstellation, also wenn wir nicht so diese Burning-Plattform haben, dann starte ich eher mit Piloten und dann starte ich eher mit sozusagen den Friendly-Usern, all das, aber ich kenne keine Organisation, wo es sich nicht anbietet, in gewissen Bereichen besonders sozusagen anbietet, mal agil zu arbeiten, zumindest in Teilen, und noch mehr Organisationen ab einer gewissen Größe, die ich kenne, die sind sowieso momentan schon dabei, dass irgendwie so Guerilla-Scrum oder irgendwie oder Guerilla-Kanban oder was gemacht wird. Und dann sollte ich tunlichst nicht als PMO jetzt hingehen und sagen, nach einem Moment, das muss jetzt alles in eine Struktur gehen, aber ich kann ja mal zumindest die Hand ausstrecken und einfach versuchen zu verstehen, was da passiert, zu gucken, wie funktioniert das denn, was ihr hier macht in meiner Organisation, wie können wir das denn noch besser machen, was für Früchte erntet ihr denn da, und dann bin ich doch mittendrin in der Thematik. Ja, genau. Nee, ich meinte nur unter dem Thema, fangen Sie heute an, jetzt, so am schnellsten, ja, kann ich natürlich persönlich, am schnellsten kann ich heute Abend zusammen mit der Family anfangen, ja, da muss ich nicht großartig irgendwelche Approvals oder mir Gedanken machen, wie bringe ich das jetzt am geschicktesten und in welchem Gremium irgendwie an. Ja, das braucht vielleicht doch eine kleine Vorbereitung, aber so direkt anfangen, das geht im Privaten eigentlich ganz gut und das hilft auch ein bisschen was. Das meinte ich halt, ja. Nicht, dass es in der Firma überhaupt keine Möglichkeiten gibt. Ja, aber nochmal, so der Appell und die Erfahrung, wir sind typischerweise gerade in größeren Organisationen so sehr davon geprägt, dass alles genau durchgeplant sein muss. Und wir machen immer dieses Big Design upfront. Mhm. Und es geht ja nicht drum, es geht nicht drum, mal mit dem Kopfsprung vorab ins Wasser hinein und nicht zu wissen, wie tief das ist und was da unter der Wasseroberfläche ist. Geht ja darum, risikokontrolliert zu starten und zu lernen. Genau. Und da ist es nicht der Ansatz, noch riesige, große Analysen zu machen. Da geht es eher darum, Experimente zu machen und es zu probieren, denn im Komplexen gibt es ohnehin keine Sicherheit und Analysen werden nur sehr begrenzt tragen. Sehr schön. Haben wir die 6 Punkte vom agilen PMO. Genau. Da sind wir quasi fast am Ende hier mit unserer Sendung heute. Genau. Und zwar nicht nur mit der heutigen, sondern mit dem ganzen Thema durch. Bleibt eigentlich nur das noch zu ergänzen, was ich an solchen Stellen immer gerne ergänze. Ein Zitat von Woody Allen. Wenn es darum geht, große Veränderungen zu diskutieren und hineinzubringen. Das Zitat von ihm. Alles in allem wird deutlich, dass die Zukunft große Chancen bereit erhält. Sie enthält aber auch Fallstricke. Der Trick ist, den Fallstricken aus dem Weg zu gehen, die Chancen zu ergreifen und bis 6 Uhr wieder zu Hause zu sein. Sehr schön. Nur, das werden wir heute nicht mehr ganz schaffen, aber vielleicht die Hörer, wenn die das jetzt hören, dann schaffen die es, 6 Uhr wieder alles zu Hause offline zu sein. Schön. Ja, Mensch, Ayat, ich bedanke mich erstmal bei dir an der Stelle ganz herzlich für diese 6 Episoden mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, unseren Hörern auch. Ich hätte jetzt noch ganz,
ganz meinerseits. Das war für mich sehr spannend, sozusagen über die gesamte Bandbreite da das nochmal durchzugehen, zu diskutieren. Wahrscheinlich könnten wir jetzt eigentlich gleich mit der ersten Folge wieder anfangen, weil das Thema momentan sich so schnell bewegt. Wir könnten da sozusagen in eine Endlosschleife hineinkommen, aber ich glaube, das belassen wir jetzt erstmal so ein bisschen. Ich denke, ich habe schon das Gefühl, dass wir viele Punkte gut angesprochen haben und freue mich sehr, dass wir da die Chance hatten, das auch einmal in der Breite wirklich auch zu diskutieren und hoffe, dass die Zuhörer hier wirklich gute Impulse mitnehmen konnten. Ja. Also ich denke, das haben wir auf alle Fälle geschafft. Also ich konnte selbst jedenfalls etliches an Impulsen mitnehmen und ich denke, das wird dem einen oder anderen dann wenigstens auch so gegangen sein. Also nochmal tausend Dank dafür, war echt super. Ich hätte jetzt noch zwei Themen, die ich gerne kurz besprechen möchte, bevor wir hier uns Tschüss sagen. Und einmal wäre das das unsägliche Housekeeping, was leider gemacht werden muss oder gemacht werden sollte. Wir haben ja den Podcast auf iTunes und auf unserer Webseite. Wir freuen uns natürlich über Leute, die den subscriben und abonnieren. Und wir freuen uns nach wie vor über Kommentare zu dem Podcast. Der Podcast ist auch auf YouTube, jedenfalls diese Unterepisode hier zum agilen PMO, weil wir dann doch immer ein bisschen Folien dazu packen. Da kann auch gerne abonniert werden und Kommentare hinterlassen werden. Und das ist dann eigentlich auch schon die super Brücke zu meinem zweiten Punkt, nämlich die Kommentare und die Fragen. Wir hatten ja damals auch über das Thema agiles PMO mal auf einer Local Group in Essen gesprochen und hatten auch über diese gerade besprochenen Kanäle Kommentare eingesammelt. Und im Vorfeld zum Podcast hatten wir uns überlegt, ja, was machen wir das denn jetzt mit den ganzen Kommentaren? Ursprünglich war die Idee, dass wir die jetzt am Ende dieser Episodenfolge behandeln, haben wir aber festgestellt, dass die Fragen doch eher so ein bisschen so kreuz und quer breit gestreut sind und das wäre vielleicht so ein bisschen arg verwirrend, wenn man da hin und her springt oder musste mal so viel ausholen. Vor allen Dingen an vielen Stellen auch sehr grundlegend, also ja. Themen bis hin zur Skalierung und genau. Wie kann ich ein Controlling und eine Bewertung durchführen, alles hochrelevante Themen, die aber, ja, da könnten wir gleich wieder neue Folgen anhängen. Wir wollten ja heute zum Abschluss kommen. Genau. Und deswegen haben wir beschlossen, wir besprechen die gar nicht. Nee, Quatsch. Nicht hier. Genau. Da war was Wahres dran. Wir sprechen nicht hier am Podcast, aber wir haben die Idee, dass wir dazu ein Live-Event machen im Rahmen von einem Chapter-Meeting. Und da wirst du noch mal zu uns kommen. Wir sprechen jetzt hier über komplett ungelegte Eier. Die Chapter-Meeting-Planung, die hat bei uns immer etliche Monate Vorlauf. Und du hast ja auch schon gesagt, dass das bei dir jetzt so kurzfristig gar nicht klappen werden wird. Aber ich denke, wir können das so in den Raum stellen, zu sagen, wir wollen uns bemühen und haben die Intention, dass irgendwo hier im Raum nochmal in einem Live-Event zu diskutieren, wo wir dann jetzt gar nicht großartig Vorträge vorneweg schießen, sondern sagen, hier, das ist jetzt sozusagen die Nachlese von unserem Podcast. Können gerne weitere Fragen mitgebracht werden. Wir haben einen Haufen Fragen dabei, mit denen wir anfangen können und machen dann so einen Diskussionsabend daraus. Genau, Diskussion, da werden wir sicherlich irgendwie noch kennen wir ja genügend agile Methoden und Ansätze, dass wir das so ein bisschen, wie soll ich sagen, pyramidenmäßig aufbauen, dass wir halt in einzelnen Gruppen Dinge erarbeiten können, wieder nach oben tragen können. Aber ich glaube, das wäre eine super Möglichkeit. Wir hatten ja auch schon eine tolle Veranstaltung da beim Chapter-Meeting in Köln. Wann war es? Ich glaube, Anfang des Jahres. Mhm. Und das war sehr stark noch getragen davon, dass ich auch Input geben durfte, aber dass wir jetzt mal eine andere Veranstaltung machen, wo wir wirklich eben genau Themen ansprechen, so eine Art Mini-Open-Space und die Dinge besprechen. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich da auch den einen oder anderen Gedanken einbringen könnte und wenn wir vielleicht aufbauend auch auf Punkte hier aus diesem Podcast oder woher auch immer so in dem Umfeld einfach uns austauschen könnten. Sehr schön, ja. Damit wären wir dann für heute tatsächlich am Ende angekommen. Ich würde sagen, das hat mir echt viel Spaß gemacht, um das nochmal zu sagen. Ich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt irgendwie aufhört, aber wie gesagt, wir haben ja jetzt dann so einen Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels und wir sehen uns dann die Tage irgendwann nochmal wieder. Genau, also spätestens dann da beim Chapter-Meeting und alles ansonsten...
Das Thema ist so in Bewegung, die Schwerpunkte innerhalb des Themas verändern sich so sehr. Wie gesagt, das war jetzt auch so auf dieser Veranstaltung gerade Praxisforum, Praxiswerkstatt war das so deutlich zu spüren. Ich spüre das über die Gespräche mit den Unternehmen, auch die Anfragen und die Themen, die da kommen. Man sieht, dass da wirklich einfach noch so eine dramatische Weiterentwicklung ist. Ich ahne schon, früher oder später kommen wieder neue, andere Themen. Vielleicht können wir die dann ja hier dann auch nochmal wieder beackern. Genau, gerne. Alles klar. Für heute ist dann aber Schluss. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Mach's verdammt gut. Die wünsche ich dir auch und vielen Dank nochmal allen, die uns hier die Treue gehalten haben, die das hier in diesem Moment jetzt hören. Ich freue mich, wir freuen uns über Feedback und auf, dass die Diskussion dann weitergehe. Alles klar. Tschüss. Tschüss.